Yay, Ereignis, again. Schon wieder ein Erdbeben. So viele Erdbeben, ob sich das wohl irgendwann wieder gibt. Tod, am Pokémon-Platz gibt es einen Auflauf. Einen Auflauf. Nudel oder Lasagne? Wobei Lasagne auch Nudel ist. Was gibt's denn noch? Kartoffelauflauf. Ja. Es haben sich bereits viele Pokémon dort versammelt. Ein Pokémon-Auflauf. Hätte auch was. Mit so ein bisschen Dillsoße. Lass uns am besten sofort zum Pokémon-Platz gehen. Olombrero. Was ist hier denn los? Hey Sven, nun. Schau es dir am besten selbst an. Dörr. Sieh mal, da ist Turtok. Tangelist. Was ist passiert? Sie wurden vernichtend geschlagen im unterirdischen Dungeon. Du nimmst mich auf den Arm. Stören diese Ort. Ist ganz schön heftig dort. Wir sind noch nicht einmal bis zu Groudon vorgedrungen. Ich will nie wieder an so einen schlimmen Ort. Dieser unterirdische Dungeon ist weit schlimmer als erwartet. Gengar. Diese Narren. Es kommt eben davon, wenn man das Unmögliche versucht. Gengar. Was sagst du da? Wir müssen es einfach versuchen. Es geht um die Rettung von Simsalas Team. Denken ist nicht wirklich so euer Ding, oder? Sogar die sehen cleverer aus als ihr. Es ist zu viel, sogar Turtok wurde besiegt. Es wird richtig hart. Wer geht auch schon freiwillig in einen so gefährlichen Dungeon? Unmöglich, ich kann da nicht hin. Ich fange zu leicht Feuer. Ich hasse Erdbeben. Das ist wie mit offenen Augen dem Verderben entgegenzugehen. Leute, seht ihr? Sogar die kapieren endlich, was abgeht. Ich würde mir all meine Blätter verbrennen. Selbst Tangolist. Seht doch ein. Seht's doch ein. Ihr kriegt doch nicht im Ernst. Ihr, mein Gott. Ihr glaubt doch nicht im Ernst. Ihr kriegt eine Belohnung, nur weil ihr es versucht habt. Seid weise und lasst es mit dem Abenteuer reise. Und alles, was sich reimt, ist wahr. Tod, ich bin ratlos. Was sollen wir jetzt machen? Selbst wenn es unmöglich sein sollte, sollen wir versuchen, Simla zu retten? Gehen wir. Ja. Ja, das denke ich auch. In Ordnung, Tod. Hört mal alle zu. Jo. Wir gehen. Wir werden Simsalas Team retten. Was? Was haben Sie gesagt? Ja, gut. Hey, wer seid ihr Sie überhaupt? Ich kenne Sie nicht einmal. Das ist das Team Ruby. Hier in der Gegend kennt man Sie. Team Ruby? Du meinst die, die angeblich mit der Volona-Legende zu tun haben? Davon habe ich gehört. Waren Sie nicht vor kurzem Flüchtlinge? Ob Sie das schaffen können? Sie erzählen Sie nicht aus. Es stimmt, vielleicht sind wir damit tatsächlich überfordert. Aber wir sind immer noch ein Retterteam. Pokémon zu helfen und unter den Naturkatastrophen leiden, das war der Grund für uns, ein Retterteam ins Leben zu rufen. Deshalb möchte ich Simsalas Team um alles in der Welt retten. Niemals aufgeben, das ist der Stolz von Team Ruby. Wow. Ihr seid wirklich nicht die Hellsten, was? Und macht ihr nicht das, was alle anderen tun und verhaltet euch intelligent? Nein, Sven hat recht. Hä? Ja, wirklich, ich konnte nicht mehr klar denken vor Angst. Oh, wow. Wir haben alle das Wichtigste vergessen. Wir sind Retterteams. Stolz. Wir können auch stolz sein. Darauf, dass wir Retter sind. Wow. Seid ihr bescheuert? Warum hört ihr auf diese Witzfigur? Warum wollt ihr euch das antun, wenn die Lage vollkommen aussichtslos ist? Kann dir mal bitte einer auf die Fresse hauen? Tatsächlich. Wir haben es erst einmal versucht. Turtok. Das ist nicht die Zeit, untätig herumzuliegen. Bobble. Ja, Schluss mit diesem Wehe, mir selbst mit Leid. Wenn wir jetzt aufgeben, ist alles vorbei. Nicht mit mir. Artillery und auch Geowatz. Das klang vor einer Weile aber ganz anders. Jawohl, so ist es. Es muss Wege geben, die wir nehmen können. Wenn wir uns alle zusammenreißen, finden wir bestimmt einen Weg. Immer ist in den Dungeon, in dem alle Retterteams kooperieren. Tickt ihr jetzt komplett aus?
Aber sagt nachher nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Viel Spaß im Land der Schmerzen. Gen, Mann. Danke, Sven. Du hast verhindert, dass wir das Wichtigste in unserem Leben wegwerfen, unseren Stolz. Vielen Dank von uns allen. Auf jetzt, wir müssen an die Arbeit. Zeigen wir ihnen, was wir Retterteams wirklich drauf haben. So. Auf geht's. Wir wurden aufgehalten, da wir Probleme mit Gengar hatten. Aber jetzt können wir auch in den unterirdischen Dungeon gehen. Wir werden zwar erst morgen aufbrechen, aber ich bin schon ganz aufgeregt vor Freude. Wir sollten uns heute gut auf den Dungeon vorbereiten. Lass es mich wissen, wenn du zum Aufbruch bereit bist. Item, ja. Lager. Definitiv. Miau. Und Bank. Bin mir nämlich nicht sicher, ob wir das auf Anhieb schaffen. Lagern. Du kannst, obwohl, ja doch, du kannst weg. Du kannst weg. Du. So. Belebersamen hätte ich gerne. Was aber Tolles. Ja, 7 Stück. 2 sollten genügen. Okay. Apfel. Der ist was tiefer, der Dungeon. So. Ich glaube, Absol ist am besten dafür geeignet. Auf geht's. Ja. Wir sind soweit. Heute Nacht sollten wir uns gut ausschlafen. Wir brechen morgen auf. Ich habe wieder diesen Traum. Gardevoir. Morgen, nicht wahr? Morgen gehst du in den unterirdischen Dungeon. Jupp. Alle sagen, dass dieser Dungeon schrecklich ist. Ich frage mich, ob wir das schaffen. Es wird alles gut. Ich bin sicher, dass du erfolgreich sein wirst, Tod. Du hast meine Unterstützung. Bitte geh voller Zuversicht. Das werde ich. Danke. Ich fühle mich schon etwas mutiger und traue mich jetzt in diesen Dungeon. Übrigens, Gardevoir, weißt du, wie es unter der Erde so ist? Oder wie Groudon ist? Nein, es tut mir leid. Der Blick. Ich kann es nicht wahrnehmen. Na gut. Ich habe irgendwie gehofft, du wüsstest etwas mehr, so wie du geredet hast. Nein, ich wollte dich nur ermutigen. Es tut mir leid. Nein, das ist schon gut. Schon in Ordnung. Danke, dass du versuchst, mich aufzuheitern. Aber es gibt eine Sache, die ich voraussehen kann. Ach ja? Deine Aufgabe nähert sich ihrem Ende, Stück für Stück. Meine Rolle endet bald. Du wurdest zu einem Pokémon, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Diese Aufgabe hat dich hierher gebracht. Diese Aufgabe nähert sich nun ihrem Abschluss. Gardevoir, bitte sag mir, was ist meine Rolle? Warum wurde ich zu einem Pokémon? Wenn die Zeit kommt, ich denke, ich kann es dir sagen, wenn dieses Abenteuer beendet ist. Au revoir. Am nächsten Morgen. So. Dann mal los, ne? In Ordnung, lass uns unser Bestes geben und das Team von Simsala retten. Gardevoir hat gesagt, sie würde mir alles erzählen, wenn das Abenteuer vorbei ist. Meinte sie mit dem Abenteuer, dass wir unter die Erde gehen müssen? Wird sie mir alles sagen, wenn wir Simsalas Team gerettet haben? Hallo? Schläfst du etwa noch? Lass es gehen. Ja. Auf geht's, Magma-Höhle. Mal schauen, was hier so abgeht. Eine geile Musik. Hier muss es sein. Oh, dann muss ich in dieser unterirdischen Höhle befinden. Puh, seht ihr nur den Lavastrom an. Ich
Ich vermute, in dem Dungeon wird es blutenteils sein. In diesem Moment sollten sich bereits andere Retterteams im Dungeon befinden. Gehen wir hinein und geben wir unser Bestes. Oh, ich muss einen Schluck trinken. Furchtbar ist das. Momentchen. So, jetzt kann's weitergehen. Auf die fröhliche Groudon-Jagd. Ich möchte gerne in den Stockwerken bis darunter keinen Belebersamen verlieren. Von daher sollte ich vorsichtig sein. Nidoqueen laufen hier drin rum, okay. Da ist schon eine. Okay, die machen jetzt nicht so viel Schaden. Okay, und haben auch nicht so viel HP. Dann ist ja alles gut. Dennoch. Oh, ein Sonder. Ein Giftstachel. Oh, Drecksack! Natürlich, ein Giftstachel. Treffer. Komm ran! Die! Ja. Wir haben keine 40 Sperren, ne? Nee. Nidoking? Energiefotos. Braucht kein Mensch. Pam. Ah. Nein. Okay. Wo ist die Treppe? Ich brauch die Treppe. Wo ist die Treppe? Mann! Oh Gott. Viecher! Hätte ich mal ein bisschen früher machen können. Wow. Schaden. Viecher hier sind gut stark, muss man lassen. Da ist die Treppe, danke. Natürlich nochmal Schaden. Okay. So, wie viel hast du noch? 46, okay. Ejo. Nein, das ist absolut vergiftet. Klasse. Ich hätte mir echt 40 Bären mitnehmen müssen, aber ich habe jetzt in der Magma-Höhle irgendwie mit Feuergegnern gerechnet, von daher habe ich jetzt nicht so an Pfirsichbären gedacht. Oh, Gummi, super. Da ist die Treppe. Wunderschön. Und weiter. Puh, ich bin gespannt, ob wir Groudon schaffen. Es könnte eng werden. Mal schauen. Auf mit deinem dummen Giftstachel. Absolut erreicht Level 22. Wunderschön. Ja, ist gut. Ah, schon wieder. Stirb. So. Nix, wunderschön. Ich finde dumm, dass es keine Felder gibt, die Statusveränderungen heilen. Mann! Das Gift geht mir langsam auf den Sack hier. Oh oh. Oh oh. Nein, da ist der erste Belebersamen weg. Ich hätte absolut nicht mitnehmen sollen. Ja, mal gucken. Vielleicht kommen ja auf höhere Ebenen auch mal sinnigere Gegner.
Da ist die Treppe. Okay. Oh, ein Georock. Georock ist auf jeden Fall schon mal sinniger als Nidoran-Entwicklung. Ein Kollege von mir ist gerade online gekommen. Eventuell läuft dann heute Abend noch ein bisschen was. Richtung LOL oder so. Wow! Alter! Puh! Geil. Erdbeben ist eine verdammt starke Attacke hier. Die einfach mal alle trifft. Oh. Ich glaube, Crowder hat die auch drauf. Mal gucken. Ich weiß auch nicht, wie tief dieser Dungeon hier ist. Keiner von euch macht Erdbeben. Super, Kratzer schon mal aufgebraucht, auch schön. Nein, Intensität. Boah, Alter. Da war der zweite Belebersamen weg. Ich hätte vielleicht doch mehr mitnehmen sollen. Ey, Magma, du machst hier sogar Sinn. Schön, stirb. Ja, genau. Nein. Ja, so viel zu dem Thema. Nächste Folge dann der nächste Versuch. Boah, was dumm. Naja, auf jeden Fall sehen wir uns dann später. Bis dahin und ciao, ciao.